Das Theater der Träume stand heute nicht in Manchesters Old Trafford, sondern in der Memminger Arena, wo das traditionelle Traumspiel auf dem Programm stand. Ein Traum ging dabei nicht nur für den Fanclub Red Baroons in Erfüllung, sondern auch für Holger Badstuber, der nach gut 1,5 Jahren wieder für den FC Bayern München auflief und in seine Heimat- und Geburtsstadt Memmingen Comeback feierte. Mit dabei 11.150 Zuschauer, darunter zahlreiche Freunde und Familienangehörige von Holger Badstuber, die in der restlos ausverkauften Memminger Arena für echte Volksfeststimmung sorgten. Die Temperaturen noch auf brasilianischem WM-Niveau bei schwülwarmen 27 Grad. Der FCB-Fanclub Red Baroons Dietmannsried, verstärkt mit einigen Spielern des Regionalligisten FC Memmingen, ein würdiger Gegner, für den mit diesem Spiel ein Kindheitstraum in Erfüllung ging. Und die Bayern legten gleich richtig los. Alaba, schöner Ball auf den Neueinkauf auf Juan Bernat, aber kommt nicht ganz ran, der Mann, der vom FC Valencia zum FC Bayern München wechselte. Die Memminger taten sich schwer. Die Red Baroons kamen einfach nicht richtig aus der eigenen Hälfte heraus, aber ist natürlich klar, bei diesem Qualitätsunterschied, und hier sieht man es nochmal, toller Ball von David Alaba, und da fehlte nicht viel, dann wäre Juan Bernat zur Stelle gewesen. Der FC Bayern München natürlich weiter mit Druck nach vorne. David Alaba. Und er versucht es einfach mal aus gut 20 Metern. 1:0 für den FC Bayern München. Toller Distanzschuss von David Alaba. Und da gab es für Gruber, den Keeper der Red Baroons, nichts zu halten. Der Sportler des Jahres in Österreich also macht hier das 1:0 im Traumspiel. Und hier sehen wir nochmal diesen Traumabschluss von David Alaba. Der Torwart versucht überzugreifen. Keine Chance. Und die Bayern legten gleich weiter mit Höyberg. Versucht es da schön auf Juan Bernat, und der ist eigentlich schon vorbei an Gruber, aber kann den Ball dann irgendwie doch nicht im Gehäuse unterbringen. Fast also das 2:0 vom Neuzugang aus Spanien. Hier sehen wir es nochmal, tolle Studie von Juan Bernat und dann aber auch toll abgewehrt vom Keeper. Das Ganze vor den Augen von Pep Guardiola, der ein gutes Spiel seiner Mannschaft sah, und die Bayern machten gleich weiter. Versuchten es immer wieder auch durchs Zentrum mit dem starken Lukas Scholl, der hier aber hängen bleibt. Die Memminger aber weiterhin unter Druck. Und dann Eberwein, schön durchgespielt auf Daniel Hägler. Und er versucht es, 2:0 für den FC Bayern München. Wieder keine Chance für Gruber, den Keeper der Red Baroons. Toller Schuss von Hägler, und der Youngster stellt hier auf 2:0 für den FC Bayern München. Der Kapitän Holger Badstuber trieb seine Mannschaft immer wieder an. Dann haben wir Gianluca Gaudino, der Sohn von Maurizio Gaudino. Der versucht es einfach mal, und wieder hier der Keeper im Mittelpunkt des Geschehens. Gruber kann diesen Ball aber im Nachfassen, wie man sieht, dann doch sichern. Die 38. Spielminute. Standardsituation. David Alaba hatte schon das 1:0 besorgt. Und dann schöner Antritt, toller Schuss. Und dann, ja, sieht der Keeper nicht ganz glücklich aus. Man hätte fast die deutsche Torlinientechnik gebraucht, um festzustellen, ob dieser Ball drin war oder nicht. Und hier sieht man es aber, der Ball deutlich hinter der Linie. 3:0 also für den FC Bayern München. Und das 1:0 und 3:0 durch David Alaba. Und dann kurz vor der Halbzeitpause auch nochmal die Gastgeber. Die wollten sich hier nicht geschlagen geben. Und dann mit der ersten richtig hochkarätigen Gelegenheit hier im eigenen Stadion vor 11.150 Zuschauern. Aber Tom Starke ist halt nicht irgendein Torwart, sondern ein verdammt guter. Mit 3:0 also ging es in die Halbzeit, die Bayern mit einer sehr, sehr starken Vorstellung. Ein echtes Traumspiel also bei absolut traumhafter Kulisse. 11.150 Zuschauer waren begeistert. Die zweiten 45 Minuten, und die Bayern machten genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. David Alaba, schöner Freistoß auf die Latte, fast also das 4:0 hier für den FC Bayern München im Traumspiel. Und wir sehen nochmal die Studie von David Alaba. Da passt eigentlich alles in dieser 52. Minute, aber die Latte. Weiter der FC Bayern München im Vorwärtsgang. Wieder mit Juan Bernat, der ein ganz starkes Spiel machte. Dreh- und Angelpunkt in den zweiten 45 Minuten. Dann ein Zuckerball von Gianluca Gaudino. Und dann ist es Alexander Siekert, der den Ball hier leider nicht vorbeibringt am Memminger Keeper. Schauen wir nochmal drauf. Tolle Aktion, aber er macht die Beine noch zu, der Keeper der Memminger, und verhindert so das 4:0 für den FC Bayern München. Dann die 78. Minute. Eckball, dann kommt Lukas Scholl. Und er probiert es einfach mal. Schöne Aktion von ihm, fast ins Kreuzeck, aber wieder ist der Keeper der Memminger, der Red Baroons, zur Stelle
und kann diese schöne Aktion noch vereiteln. Fast wiederum das 4:0 also für den FC Bayern München. Dann die 84. Minute und auch die Hausherren hatten hier nochmal was anzubieten. Eckball kommt rein. Der Ball landet beim Mann mit der Rückennummer 8 und er nimmt sich ein Herz. Der Ball lange unterwegs, gefühlte 2-3 Sekunden. Und dann ist Tom Starke zur Stelle und kann den Anschlusstreffer verhindern. Die Bayern setzten dann aber den Schlusspunkt in der 88. Minute. Wieder Alaba per Freistoß. Der Ball noch abgefälscht und fast also das 4:0 für den FC Bayern München. Am Ende hieß es 3:0 für den FC Bayern München, den amtierenden Doublesieger gegen die Red Baroons, und das ist natürlich ein Moment für die Ewigkeit. Ein Selfie, ein Foto mit Pep Guardiola. Das 8. Traumspiel also mit 3:0 für den FC Bayern München gegen die Red Baroons Dietmanns Ried. Wir sagen Dankeschön und verabschieden uns nochmal mit dem Stern des Südens.